Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Sino und wir sind dabei, ein bisschen XCOM zu spielen, nachdem wir im letzten Part erfolgreich, ich glaube, 21 Skorpione in das nächste Reich geschickt haben. Also in das Himmelsreich, nicht das Dritte Reich. Ach Leute, egal. Jedenfalls, knock knock, ein Besucher kommt an unser Unterschlupf. Es stellt sich heraus, dass er ein Jäger ist, der ein paar seltene Felle sucht. Wir haben sie, der nicht sucht, sondern verkauft. Er verkauft seltene Felle und wir haben sie für den günstigen Preis von nur 50.000 ergattert. Das heißt, ohne dass ich gefragt wurde, habe ich jetzt 50.000 Cash rein verloren, kriegt dafür aber 3 Luxusfelle. Okay, 3 Luxusfälle für 50.000. Die Dinger sind aber nur 12.000 auf dem freien Marktwert. Das heißt, wir haben einen Nettoverlust von 14.000. Nicht so schön. Und du bekommst keine Nachricht von mir. Ja, auch kleines. Alter, wir haben 125 Spinnenseide. Wenn wir das alles verkaufen, ist das eine 500.000. Oh, das schmeckt. Das schmeckt. Oi, das ist echt nicht wenig. Das ist tatsächlich eine ganz gute Summe. Oh mein Gott, 500.000. Und warum können wir den Dildo noch nicht verarbeiten? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wir haben einen Dildo, aber ich kann den Dildo noch nicht. Dafür fehlen uns Einrichtungen oder was? Nee. Wo ist der Dildo? Eigentlich müssten wir hier jemanden retten können. Und zwar aus dem Dildo. Der Dildo, wir erinnern uns, das ist eine Damsel in Lethal Distress. Oh. Und die können wir eigentlich extrahieren quasi aus dem Dildo und haben dann eine neue Mitstreiterin. Aber das scheint aus irgendwelchen Gründen noch nicht zu gehen. Obwohl wir es schon erforscht haben, was mich tatsächlich sehr wundert. Ja, jetzt bin ich in der Bedrohle und muss herausfinden, will ich denn jetzt an der Stelle tatsächlich schon die Spinnenseide verkaufen oder wollen wir die Spinnenseide aufheben? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Gibt Gründe dafür, gibt Gründe dagegen. Was ist da los? René Wölz. Danke sehr für dein YouTube-Abo. Erstmal, wir haben nochmal 2 Geldbörsen, die können wir öffnen. Das können wir nebenbei machen. Ja, so zwischendurch. Aber dann haben wir auch noch die Skorpione. 21 Skorpione, die geben Fleisch, Stacheln und Chitinplatten. Nehmen wir 21 Stück, die nehmen wir auch noch auseinander. Wir haben zwar nur 17 Arbeiter hier, aber 2 Tage, 14 Stunden später, dann haben wir auch das. Ende des Monats. HE-Granaten und Erste-Hilfe-Koffer sind angekommen. Die werden wir auch direkt ins Raumschiff packen. Und wir sehen, es dauert noch 2 Tage, dann sind wir zu dritt. Eher 4 Tage, bis wir wieder, 14 Tage, bis wir wieder einsatzbereit sind. Also ein bisschen müssen wir wohl noch warten. HE-Granaten nehmen wir 10 Stück mit und Erste-Hilfe-Koffer nehmen wir 8 Stück mit. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Okay, wir lassen weiterlaufen. Ihr Piraten-Monatsbericht, liebe Leute. Puh, roter Kopf, bei der Hälfte muss ich Pause machen. Du schreibst aber wirklich plastisch. So schlimm? Du kannst mal eingehendes Feedback gerne bei Discord schreiben. Du musst nicht weiterlesen, aber wie gesagt, ne, es ist freies Land. Kontinent? Welt? Naja, je nachdem, wo man lebt. Ihr Piratenmonatsbericht für den April 2601. Ja, wir haben 32.000 mehr Einkommen als als letzten Monat. Wir haben auch eine Monatsbewertung von 1342. Von wem hast du Nutz bekommen, Nitro? Teufelchen, das hat sich ein Zuschauer gewünscht, dass ich mir einen Nudelkopf auf den Kopf setze. Ein Nudelsieb. Ich kann hin und wieder auch den Helm tragen. Oder den Hut. Okay. Eisenstamm, Eurosyndikat, Romanien, Nördliche Föderation. Ach, eigentlich sind sie alle relativ stolz mit uns. Auf jeden Fall ist keiner genervt von uns. Das ist schon mal gut. 32.000 mehr Geld als im letzten Monat ist okay. Spinnenseide erforscht. Ein wundervoller Faden. Produziert von einem dieser wundervollen Kreaturen. Stärker als Stahl, aber leicht zu zerschneiden und verrottet schnell. Kann nützlich für Bögen sein. Okay. Puh, ich brauche jetzt erstmal was Kaltes zu trinken, hat Tieres. So schlimm? Also das ist der Auftakt der Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Die Geschichte ist eigentlich 22 Seiten lang. Du hast jetzt die ersten 1,5 gelesen. Aber gönn dir was Kaltes, ist okay.
Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch sehr viel zu erforschen, tatsächlich. So viel tatsächlich, dass ich echt überlege, ob wir nicht einmal die Seide verkaufen und ein oder zwei Wissenschaftler anstellen. Ach du Scheiße, sagt er. Ja, findest du es jetzt gut oder nicht? Ich will jetzt auch hier ein bisschen Tacheles hören. Ich muss ja nicht ins Detail gehen, bleib jugendfrei, aber ne, nicht eine Zusammenfassung. Keine Inhaltsangabe, aber eine Kritik wäre nicht schlecht. Kannst mir aber auch privat schreiben, wenn du willst, wie es dir am liebsten ist. Und ich überlebe, was wir als nächstes erforschen. Und ich würde sagen, wir nehmen mal das Versuchskaninchen, das wir aus einem Labor befreit haben. Das vegetiert auch die ganze Zeit bei uns rum. Und wir sollten wirklich gucken, dass unsere Gefängniszellen nicht zu voll werden. 15 Leute können da rein, 7 sind da drin. In 5 Tagen haben wir neue Baracken. Und wenn wir neue Baracken haben, können wir auch mehr Handlanger anstellen. Einmal zum Kämpfen und zweitens für die Werkstatt, dass wir schneller Sachen produzieren können. Dadurch werden wir mehr Wein herstellen, dann haben wir mehr Geld zur Verfügung und dadurch können wir dann auch mehr Wissenschaftler unterhalten. Weil es geht ja nicht nur darum, die 200.000 zusammenzusparen, die so ein Wissenschaftler im Voraus auf die Kralle haben will, sondern wir müssen sie auch monatlich mit 100.000 finanzieren und das ist nun mal wirklich teuer. Wir haben immerhin die Skorpione fertig seziert und haben da jetzt Mutantenfleisch und Stacheln rausbekommen. Und wenn wir mal eben beim Healer gucken, sind, glaube ich, auch die Stacheln relativ viel wert. Na, die Chitinplatten sind 3.000 wert und die Stacheln sogar 10.000. Das ist gut. Sehr geil. Seno, habt ihr einen Hut geschickt von meinem Liebling? Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Hallo Waschka, ich grüße dich, Waschka. Oha, aber sowas von nackig. Kann man aber wahrscheinlich nicht wirklich viel erkennen, ne? Das ist voll dumm. Ich muss nochmal die Kamera umstellen. Das Flackern, das ihr jetzt seht, ist tatsächlich weg, wenn ich die Kamera auf amerikanischen Standard umstelle, statt europäischen Standard. Es ist momentan... Oh, wir sind Pumper. Ich geh nochmal eben pumpen. Waschka, hast du recht. Wir sind eh dabei. Also die Kamera ist momentan auf europäischen Standard, weil das aber ein Google-Phone ist, ist das englischer oder amerikanischer Standard. Voll dumm. So, machen wir einmal kurz Pumpen links, Pumpen rechts. Das Dancebug-Lied will auch lesen sehen und du kennst die Geschichte schon. Du kennst die Geschichte schon. So, jetzt ist die Frage, verkaufen wir ein bisschen was? Und ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, wir behalten ein bisschen was übrig. Man weiß nie, wofür man dieses Stings noch braucht. Seide verkaufen wir auch nur ein bisschen, dass wir noch ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Aber ich würde schon gerne 2 Wissenschaftler kaufen. Behalten wir mal vielleicht 80 Seide und Chitinplatten behalten wir vielleicht mal 20. Ich würde sagen so, und die Fälle von mir aus behalten wir 1 zum Erforschen. Sind 400.000. 400.000 sind 2 Wissenschaftler. Das ist gut. Und wir hätten hier auch noch Credit Chips, die wir weghauen können. Macht immerhin auch noch mal 511.000. Hauen wir weg. Die müssen wir auch verkaufen. So. 508.000. Wir gehen auf den Schwarzmarkt, kaufen 2 Denker. 2 Wissenschaftler für uns. Dann sind wir immer mal auf 6. Puh. Herstellung. Ich muss mal ganz kurz gucken. Geldbörsen werden geöffnet. Das machen wir noch mal einmal ganz kurz. Es ist schwer mit einer Hand zu spielen, Leute. So. Und dann können wir die Uhr ein bisschen weiter ticken lassen. Ich speichere noch mal. Lass das weiter ticken. So, Atiris, was hast du gesagt? Du hast gut gesagt, oder? Ah, die Geschichte, sagt Teufelchen. Ja, ich meine doch, die kennst du doch auch. Hast du ein Google-Phone? Google Pixel? Ja genau, das Pixel 4a habe ich. Korrekt. Atiris sagt, sehr gut. Okay, dass es dir gefällt, freut mich. Wenn du dich gut anstellst, kriegst du vielleicht auch den Rest zu lesen. Hey, Chirox, ich wollte bis zum Ende tun. Ist Chirox ja auch da? Nee, noch nicht. Aber du schmeißt mich einfach raus. Ja, so einfach geht das. Forschung abgeschossen, Riesenspinne. Diese angsteinflößenden Bestien werden oder sind höchstwahrscheinlich aus den Koloniespinnen heraus evoluiert. Nicht evoluiert. Ihr wisst, was ich meine. Evolutionstechnisch daraus entstanden. So. Das wird durch ihre soziales, gesellschaftliches Verhalten geprägt. Und durch die Fähigkeit, wie heißen die Dinger?
Spinnnetze zu weben. Sie besitzen einen Helerium-Metabolismus. Und dieser erlaubt es ihnen, auf unglaubliche Größe heranzuwachsen. Um es noch schlimmer zu machen, erhöht das auch ihre Intelligenz und ihre Aggressivität. Ihre Jagdgruppen scheinen über keine beobachtungswürdige Hierarchie zu verfügen. Aber trotzdem scheinen sie sehr koordiniert zuzuschlagen. Es gibt verschiedene taktische Ränge in so einer Gruppe und die individuelle Spinne passt sich diesem ziemlich einfach an. Immer je nach Situation, ihrer Laune und dem Ziel, das sie verfolgen. Okay, hallo Mr. 1P, ich grüße dich. Brennende Kerze am Rücken schnell ausmacht. Warum hattest du eine Kerze auf dem Rücken brennen? Den Spruch verstehe ich nicht. Was hat das mit der Kerze auf sich? Jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt. Gerne aufklären. So, ja, was machen wir denn? Was machen wir als nächstes? Wir haben so viel zu erforschen. Vielleicht mal eine Plattenrüstung. Das hört sich doch mal ganz gut an. Wir können jetzt produzieren, Spinnen ausschlachten. Und falls ihr euch jetzt wundert, aber wir konnten die Spinnen doch eben schon ausschlachten. Ja, ja, eben haben wir die toten Körper auseinandergenommen. Jetzt können wir die lebenden Körper auseinandernehmen. Und dann kriegen wir 3-mal Tiergift und 10-mal Seide. Also so eine lebende Spinne zu fangen, ist deutlich geiler, als nur den toten Körper zu bergen. Natürlich auch viel schwerer, aber das ist ja einigermaßen logisch. Bald müssten unsere Wissenschaftler ankommen. Ich freue mich schon drauf, dann können wir nämlich 2 Sachen mehr erforschen. Postapokalyptische Küche ist erforscht. Seno, hast du was Neues für mich? Nee, Teufelchen, tatsächlich nicht. Postapokalyptische Küche. Ja, Soylent ist nicht gut. Fleisch ist gut. Große Fleischstücke können nicht nur die Moral erhöhen, sondern auch gute Preise auf dem Schwarzmarkt erzielen. Sobald unsere blöden Werkstattmitarbeiter endlich zu lernen zu kochen, im buchstäblich nicht im übertragenen Sinne des Wortes, das allerdings hört sich nach einer echten Herausforderung an, aber wir sollten es auf jeden Fall riskieren, die Küche 1 oder 2-mal während dieses Lernprozesses in die Luft zu jagen. Okay, wir können jetzt kaufen roten Pfeffer und Mutanteneier. Und dann haben wir noch das Versuchskaninchen fertig erforscht. Ja, die Mutanten, die wir aus dem Griff der Akademie befreit haben, zeigen, das liegt ja auf der Hand, ziemlich viel Interesse daran, sich erkenntlich zu zeigen, dafür, dass wir ihnen die Freiheit geschenkt haben. Aus diesem Grund könnte es nützlich sein, sie noch ein bisschen länger bei uns zu behalten. Ich meine, wir können ja auch nicht viel anderes mit ihnen anfangen. Oder, Captain, okay. Das Experimenten-Victim hat uns alles über das Harpunengewehr verraten. Feuert Hochgeschwindigkeitsprojektile ab, die entweder töten oder Leute lebendig fangen sollen. Je nachdem, welche Munition man geladen hat. Man sieht es hier oben. Wir können entweder Stichschaden oder Betäubungsschaden-Munition nehmen. Wie auch immer, diese Waffe besitzt nur 3 Schuss pro Magazin, was natürlich super wenig ist. Achso, bevor du die Bude anzündest, sollst du ja lieb sein. Ja, je nachdem, wie lange du heute wach bist, können wir ja nachher noch mal ein bisschen weiterschreiben, wenn du Bock hast. Aber bis dahin, artig sein. Es ist No Nut November, also ne, reiß dich zusammen. Okay, ich würde sagen, wir verhören dann einfach die restlichen Leute, die noch in unserer Gefangenenstation sind. Da haben wir einmal noch einen General Operative und nochmal, nee, die Ho nicht, sondern hier ein Ninja-Mädel. Wir haben schon gegen so Ninja-Mädels gekämpft und die können wir jetzt quasi auch verhören. Arbeit, Experimenten-Victim, könnten wir zu einem Arbeiter umerziehen hier? Können wir jetzt nicht machen, weil den einen, den wir befragt haben, ne, den mussten wir freilassen, aber theoretisch könnten wir das machen. Und wir können jetzt kaufen Harpunengewehre und Harpunenbolzen. Habe ich aber auch relativ wenig Bock drauf, ehrlich gesagt.
Wir könnten allerdings mal überlegen, ob wir nicht mal unser Raumschiff aufrüsten wollen, weil wir können jetzt ja mittlerweile den Blowfish kaufen. Der kostet 360.000, mehr als unser Raumschiff damit, aber damit können wir auch zwei Soldaten mehr ins Gepäck packen quasi. Also können wir mit einer Truppe von 8 Leuten statt nur von 6 los. Momentan haben wir noch nicht so viel, von daher lohnt sich das noch nicht wirklich. Aber sollten wir im Hinterkopf behalten, dass wir das Raumschiff mal aufrüsten. Vor allem, weil man mit dem Blowfish auch Unterwassermissionen in Angriff nehmen kann. Na? Hatte gerade Geburtstag, hab hier noch Reste von Party. Umso später wird der Sektpegel höher. Wäre ja schade um den Sekt. Da habe ich nichts gegen, Sirius. Dann gönn dir mal ordentlich, trink mal einen mit und alles Gute zum Geburtstag. Das darfst du gerne an die Glocke hängen hier. Also, ne? Einmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt leider kein Happy Birthday für dich. Dann muss das reichen. Würde ich sagen. Wir haben eine schöne, wohlhabende und komplett ahnungslose Maiden getroffen, die in unser Versteck gewandert ist. Wir haben ihr eine private Unterrichtsstunde über das Piratentum gegeben. Erhalten 15.000 Cash rein und 50 Ruf. Wir haben noch ein Dildo. So, jetzt haben wir schon nochmal dreimal Glamour und noch ein Dildo. Das ist wieder so eine Damsel in Distress. Die sind viel wert, die können wir für 65.000 verkaufen. Aber ich weiß vom letzten Mal spielen halt, dass man die eigentlich umwandeln kann. Man kann die eigentlich befreien und dann schließen die sich einen an. Aber ich sehe halt nicht, wo wir das hier machen können. Das scheint noch nicht freigeschaltet zu sein, was halt tatsächlich ein bisschen ärgerlich ist. Ja, Castaway Gulls könnten wir rekrutieren, aber das ist es halt nicht. Die tauchen hier noch nicht auf, die Dildos. Da müssen wir noch ein bisschen warten, aber wir behalten die auf jeden Fall auf Lager, weil irgendwann werden da Mitstreiterinnen draus. Unsere beiden Wissenschaftler sind angekommen, sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal von mir aus das tolle, luxuriöse Fell, gucken wir uns an. Und die persönlichen Datenbänke gucken wir uns an. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Ja, meistens abartig und anartig. Es klopft jemand an unsere Tür. Ein Besucher kommt an unser Versteck. Es scheint ein wandernder Alchemist zu sein, der ein paar komische Elixiere verkaufen will. Hat sich nach irgendeiner Art von Händlern angehört, wenn du mich fragst. Aber was machen Piraten mit Händlern? Richtig, wir rauben sie aus. Plus 15.000 Cashereien und plus 5-mal Heilgel. Healing Gel ist gerade angekommen in unserem Versteck. Sehr schön. Guck mal, das läuft jetzt nochmal von diesen Events hier gerade tatsächlich ganz gut. Und unsere Baracken sind fertig geworden. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie viele Wichte können wir anstellen. Wenn ich einmal auf rausgehe, insgesamt 55. 17 haben wir, bleiben 38. Das, so viel werden wir nicht ganz hinbekommen. Aber sagen wir mal, nochmal 22, 23 stellen wir an. Dann haben wir 40. Dann haben wir 40 Wichte. So, und dann passen noch 5 Leute, können wir dann noch anstellen. 5 Krieger, 5 Wissenschaftler, was auch immer. Ich würde sagen, dann holen wir nochmal einen Handlanger, kaufen wir nochmal. Wir müssen ein bisschen Geld übrig behalten, liebe Leute. Einfach weil, na, es ist der 6. Irgendwann kommt der nächste Monatsende. Und dann müssen wir wieder Wissenschaftler bezahlen, die Handlanger bezahlen, die Einrichtung bezahlen. Das wird teuer. Gerade der nächste Monat wird echt teuer. Und sonst, Teufelchen, bei dir alles gut. Aber ich habe tatsächlich gerade nichts Neues für dich zu lesen. Alles, was ich hier geschrieben habe, kennst du schon. Und verabscheust es. Uäh. Klein zwischen Himmel und Meer, Südosten. So. Flugzeuge fliegen hier rum, das ist okay. Ja. Mal gucken, was wir nachts erforschen, immer um Mitternacht. Gar nichts. Nicht ein Forscher ist fertig geworden. Naja, gut. Vielleicht sollten wir da mal Pärchen anstellen. Okay, wir sollen hier wieder einen Watchtower runterbekommen. An die Aufgabe erinnern wir uns. Hallo, Ordinator. In dem Auftrag geht es darum, dass irgendwo so ein, ich nenne es mal Radioturm rumsteht, ja? Und den sollen wir quasi einmal aus der Welt schaffen, damit die großen Fraktionen nicht ihre Propaganda weiter in die Welt palavern können. Machen wir einmal, wir sind nur zu dritt, ja? Plus Hund, also zu zweit plus Hund. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem möchte ich bitte unsere Crew einmal losschicken. Das ist eigentlich realistisch gesehen der leichteste Auftrag. Wenn da jetzt nicht wieder irgendwelche Zombies rumlaufen, wie wir schon öfter mal das Vergnügen hatten, dann ist das der leichteste Auftrag, den es hier so gibt.
Wir werden aber nicht wirklich viele Gefangene machen, sondern wir laufen da rein und schießen alles um, würde ich sagen. Gefangene machen klingt zwar in der Theorie geil, aber da kann halt auch was schief gehen und das möchten wir ganz gerne vermeiden. Deshalb darf Pedi Platsch mitkommen mit der Pumpgun in der Hand diesmal. Und dann machen wir das. Ja, normalerweise bietet sich diese Mission an, Gefangene zu machen. Wir werden es nicht tun. Wir werden gucken, dass wir den Watchtower finden. Da ist er. Hat nicht lange gedauert tatsächlich. Da steht so ein Roboter-Dulli vor, den müssen wir einmal wegsprengen. Und wenn der weggesprengt ist, dann können wir da reinlaufen und alles tot machen, was da drin ist. Seno, setz den Hut auf. Pastafari. Pastafari habe ich sogar schon, aber muss ich den Hut nochmal drunter setzen. Guck mal, Viertelstunde war schon wieder um. Ich sollte mir angewöhnen, mir immer einen Timer zu stellen, Leute, wenn ich stream. Kann ich hier immer schöne Viertelstunde anmachen. Mach ich mal eben. Timer. So, Viertelstunde läuft. Könnt ihr, glaube ich, sehen. Es flackert ein bisschen, ich weiß, aber eigentlich müsste sich. Ah, ich habe den Autofokus aus. Ah, das erklärt einiges. Ich glaube, ich habe den Autofokus aus. Ne, da. Aber läuft. Wie geht's dir, Ordinator? Alles gut? Hattest du einen schönen Start in die Woche? Ich nicht so. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Wisst ihr, was das Erste ist, was ich heute gemacht habe, nachdem ich aufgewacht bin? Kotzen gegangen. Richtig nicht so geil. Ernsthaft, war überhaupt nicht geil. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Wir hatten gestern eigentlich voll leckere Burger zum Abendessen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie vielleicht zu viel gegessen habe oder ob mir dann. Irgendwie haben mir die auf den Magen geschlagen. Eigentlich waren sie echt lecker, ne? Aber echt das Erste heute Morgen. Hey, moin, Seno. Schöner neuer Tag, schöne neue Woche. Bläh. So, da kommen sie raus und wie gesagt, keine Gefangenen. Wir schießen weg, was geht. Guck mal, sie helfen uns sogar dabei. Alexander wurde getroffen, ist verwundet. Ist halt so. Kann ich jetzt nicht ändern. Manu läuft rein und Manu macht Flums, Flums. Da ist der erste tot. Der zweite ist ein Raum weiter oben. Da gehen wir erstmal raus. Hier um die Ecke. Bringen die Pumpgun hier in Stellung. Na, Mutti, mit der Pumpgun stellst du dich da hin. Alexander geht hier hin in Deckung. Und wenn sie rauskommen, machen wir sie tot. Trauen sie nicht mal raus. Was ist das denn? Wie feige kann man denn sein? Mutti hat nichts zum Heilen, was nicht so geil ist. Das heißt, Alexander muss jetzt seinen Erste-Hilfe-Koffer auf den Boden werfen, damit Mutti den einsammeln kann, sich die Erste-Hilfe-Tasche nehmen kann und wir ein bisschen aneinander rumspielen können. Also nicht ich und meine Mutter, sondern meine Mutter und Alexander. Ich verurteile das nicht. Wir laufen noch mal rein. Der ist immer noch da oben irgendwo. Wir warten noch eine Runde, ob er rauskommt. Da kommt er. Schießt aufs Hündchen. Wird aber direkt von der Seite in Beschuss genommen. Das reicht zum Glück. Da kam noch einer, Hündchen wieder rein. Hündchen beißt zu. Und das müssten eigentlich relativ easy Points sein. Das könnte sogar schon der letzte gewesen sein, ja. 95 gute Punkte. Ist so. Fußschmerz mal wieder, Olinato. Das ist aber nicht schön. Das ist aber gar nicht schön. 12 Minuten noch. Ihr kriegt ein bisschen XP. Alexander, Manu, Pedi Platsch, da kürzt euch dran. 6 Ausdauer für Pedi Platsch, 3 Stärke. Das ist gut. Kannst du eigentlich mal ein bisschen mehr schleppen. Bisschen Reaktion hier. Wir machen Beute. Ein. Oh, Waschka. Waschka hat den einmaligen Banbit mit. Oh, das ist neuer absoluter Rekord. Nicht nur in dieser Saison jetzt. Waschka, absoluter Rekord. Wir hatten noch nichts, was annähernd Stufe 13 war. Stufe 11,17, glaube ich, war Rekord bisher. Nice, Junge. Du lebst immer noch. Du schickst den Sarg wieder zurück. Das ist gut. Das ist nicht schön, Teufelchen. Ich hoffe, dir geht es mittlerweile besser. Waschka, du weißt, ne? Freitags wird geguckt, wer das größte Biest besiegt hat, der gewinnt einen CD-Key. Ja, ich habe am 30. nochmal einen Termin wegen meinem Knie. Also ich bin da ja auch ein bisschen Leidensgenosse tatsächlich. Aber hilft dem Ei natürlich nicht. So, Pedi Platsch ist Veteran geworden. Ein Leben, eine Freshness. Manus Schwertkämpfer plus ein Nahkampf pro Level. Primal, was ist denn Primal? Wird dafür verliehen, Kills mit primitiven Nahkampfwaffen gemacht zu haben und mit durch Muskelkraft geworfene Wurfwaffen und einfachen Bögen.
Eine Ausdauer, eine Wurfgenauigkeit kriegt dann nochmal Manu. Kann ich auch nicht. Primal kann ich auch nicht. Auch ein ganz hübsches Bild. Manu ist halt Mörder. Manu hat ja auch viel rumgerödelt. Ne? Alexander, du bist weiches Ziel. Gibt auch einen Lebenspunkt. Haben oder nicht. Nimmt mal mit. Also wichtig für dich ist dann, Waschka, tatsächlich irgendwie am Freitag dann checken, ob du Rekordhalter bist. Ich verkünde das immer auf Discord. Das ist halt die Voraussetzung, ja. Man muss dann einmal auf Discord gucken, ob man gewonnen hat oder nicht. Nitro hat zum Beispiel verpennt. Wenn ich dran denke, werde ich das immer freitags raushauen. DJ Striker, danke sehr. Beziehungsweise, stimmt gar nicht. Shinji the Third Child verschenkt ein Abo. Danke sehr, dass du DJ Striker beschenkt hast. Dann kann der jetzt auch ins Dungeon. Voll lieb von dir. Ganz herzlichen Dank in seinem Namen schon mal. Voll lieb. Muah, Kuss geht raus. Ich sage, ihr seid die besten Leute. Auch wenn es mir mal, ich habe halt, das wisst ihr genauso gut wie ich, montags habe ich immer ein bisschen zu kämpfen. Meine Freundin fährt früh los, ich mache den ganzen Tag, ich bin jetzt schon seit 5:30 wach, was für meine Verhältnisse halt wirklich lang ist. Ich hatte kein Mittagsschläfchen, ich habe einen Nudelsieb auf dem Kopf. Mein Licht kippt um, ja. Gibt nur immer typischer Montagsblues. Aber ich finde das schön, dass ihr auch mit durch so einen Montagsblues mit mir euch durchkämpft. Also ganz herzlichen Dank dafür, liebe Leute. So in anderthalb Stunden mache ich nochmal einen Aufruf, wer mir heute mein Abendessen bezahlen möchte. Ob wir Crowdfunding machen, damit Seno sich was beim Türken um die Ecke bestellen kann. Und da kommen wir dann aber später Moin, zu, würde ich sagen. Manu stützt Waschka vom Kron. Stürzt Waschka vom Kron. Manu, du gehst Rede ab. Hast du das mitbekommen oder bist du jetzt gerade erst aus dem... Also bist du schon länger da und gelurkt oder bist du gerade erst angekommen? Du gehst richtig ab als Hund. Du gehst richtig ab als Hund momentan. Du hast 8 Skorpione und mindestens 3 Kirchenmitglieder totgebissen. Also Respekt, Manu, ernsthaft. Wir haben die luxuriösen Fälle erforscht und ey, diese Frau erinnert mich immer an Palin, wie hieß sie? Die Amerikanerin da, die Politikerin. Weiß das einer von euch? Die letztes Jahr relevant war. Also in der letzte Legislaturperiode. Wie hieß sie denn, Mann? Palin, oder? Wisst ihr, wen ich meine? Ich guck mal eben, ob ich ein Bild von der finde. Wenn einer von euch den Vornamen weiß, das würde helfen. Hieß sie nicht Palin? Sarah Palin. Irgendwie erinnert die mich tatsächlich hier an die. Ich weiß nicht genau warum. Sarah Palin. Bin ich eigentlich auch in dem Spiel verewigt? Häufig noch nicht. Du musst, das ist alles ganz fair, Ausrufezeichen XCOM eintippen. Das können dir andere vielleicht mal vormachen, dann kommst du in eine Liste. Ja? Gilt auch für die anderen, die mit dabei sein wollen hier. Art Sophie ist auf Platz 26. Du könntest noch auf Platz 27 einsteigen. Du müsstest nur Ausrufezeichen XCOM machen. So wie die beiden da, genau. Na, aber die erinnert mich voll an Palin, Mann. Hier, dieses Bild. Ja, vor allem das hier. Da. Da. Nicht 1:1, aber doch schon eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Na, ist auch egal. Wird von den Häuten seltener Bestien hergestellt, meine lieben Freunde. Ist nicht nur stylisch, sondern auch noch bequem. Kann benutzt werden, um warme Klamotten herzustellen oder für nice Dollarinos verkauft werden. Können wir mal gucken. Wir müssen hier aber mal ein bisschen jetzt unsere Denkpower fokussieren. Okay, wir haben den nächsten Auftrag. Locknerdorf. Ah, es ist schwer. Das ist schwer tatsächlich. Guck, jetzt bist du drin. Ich guck gleich mal nach, Teufelchen, aber jetzt müsstest du drin sein auf Platz 28, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ne? Ja, hier unten bist du. Teufelchen 28. Und wenn wir neue Soldaten kaufen, rückst du halt nach. Ne? Die anderen sterben. Keine Angst, das passiert schneller, als du denkst, Teufelchen. XCOM, ach ja, du hast mich ja schon wieder über die Planke springen lassen. So sieht's aus, Mr. Wampi. War das Erste, was in der Mission passiert ist, tatsächlich. So, Locknerdorf, ja. Im Visier von. Hier sind Sky Ninjas, die machen wieder ein Rodeo. Die Sky Ninjas waren relativ heftig. Wie viele Handlanger haben wir? Wir wären halt nur zu dritt. Sogar nur zu zweit, können wir nicht machen. Es ist nur Pedi Platsch und Manu, der Hund. Du hast schon 10 Leute getötet, Manu, ja? In 2 Kämpfen 10 Leute, das ist echt krass. Aber ich möchte euch ungern zu zweit reinschicken. Hier bei den Balken seht ihr übrigens, wo eure Anfangswerte waren, ja? Also ihr seht hier zum Beispiel bei der Ausdauer ganz gut, dass es hier hinten einen hellen Bereich gibt und vorne einen dunklen. Dunkler ist Startwert und das Helle ist halt dazu gelevelt. Ja, da könnt ihr das immer sehen. Hier zum Beispiel kann man sehen, Chiroxy hat sich zum Beispiel in der Ausdauer ganz gut verbessert, in der Gesundheit und so weiter und so fort, aber, ne?
So, also wir haben zu wenige. Das heißt, wir können den Auftrag nicht mit gutem Gewissen angehen. Und weil der dann despawnt, verlieren wir 100 Ruhm. Das ist nicht so schön. Allerdings haben wir wieder eine schöne Ansprache gehalten. Unsere Crew ist stolz auf unsere tolle Ansprache und wir haben 100 Ruhm erhalten. Dann tangiert sich das wenigstens aus. Ja. 23 Wichte sind angekommen. Damit können wir jetzt mit richtig vielen Leuten Wein herstellen. Und das bringt uns 1,6 Millionen pro Monat. Nur durch das Brauen und den Verkauf von Wein. Der Hundeterminator. Oh nein! Schlechte Nachrichten, Captain. Unsere Crew ist von einer Plage heimgesucht. Oder wird von einer Krankheit geplagt. So rum. Unser medizinisches Wissen zu verbessern, wird sowas in der Zukunft weniger häufig vorkommen lassen. Aber wir verlieren 150 Ruhm, weil wir uns mit Corona angesteckt haben. Scheißen Dreck. Ich meine, Corona wird es nicht erwähnt, aber es muss Corona sein. Es ist ja auch erst diesen Monat mit dem letzten Patch reingekommen. Es macht also sogar Sinn, dass es wirklich Corona ist. Wir haben die Weirdness erforscht. Probleme müssen gelöst werden. Und eine bekannte Kombination aus Stärke, Hingabe und Charisma funktioniert nicht immer. Das ist der Zeitpunkt, an dem man manchmal merkwürdiges Zeug probieren muss, um Herr der Probleme zu werden. Darf man sich immer nur auf alte Lösungen berufen? Wie funktioniert dies oder das wirklich? Wie viel wissen wir in Wahrheit? Stellt sich etwas total Dummes zu tun, am Ende vielleicht als gute Idee heraus? Wenn man sich mit einer Realität konfrontiert sieht, die so merkwürdig ist wie die, der wir ins Gesicht blicken, dann muss man hin und wieder einfach mal ein bisschen schräg sein. Wir müssen jeden Stein umdrehen und jedes bisschen Information sammeln, das wir in die Hände bekommen. Zum Glück sind wir, die Wissenschaftler, sowohl schräg in unserer Hingabe als auch im Handel. Du wirst nicht die Hälfte von dem merkwürdigen Zeug glauben, das wir bis jetzt schon entdeckt haben. Und wir haben jetzt das altertümliche Labor entwickelt, nicht entwickelt, aber erforscht. Das haben sich unsere Wissenschaftler jetzt quasi ein bisschen genauer angeguckt, würde ich mal behaupten. So könnte man das übersetzen. Und da steht, Oi, Captain, hier siehst du unser beliebtes, bekanntes Wissenschaftslabor aus der alten Menschenzeit, das wir in unserem Versteck gefunden haben. Fass ja nichts an, ich werde dich beißen. Wir können sowohl altertümliche Wissensgebiete erforschen, als auch neue Geheimnisse. Alles, was du tun musst, ist uns Wissenschaftlern einen Auftrag geben. Das kann ein echter Schatz sein. Hier haben wir die Werkzeuge, neues Zeug zu erfinden, mehr über altes Zeug zu erfahren und Gefangene zu verhören. Wenn wir kein Labor hätten, wären wir nur einfache Banditen. Wir können hier drin bis zu 12 Wissenschaftler, und zwar richtig teure Leute beschäftigen, aber wenn wir mehr hier reintun, werden sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Sachen, die wir erforschen, werden bei dem Prozess der Erforschung zerstört oder von uns Wissenschaftlern mitgenommen, bis auf seltene Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist. Und ein Labor erhöht unseren Lagerraum um 50. Wir können jetzt erforschen. Ballistik, was wollen wir tun? Frühjahrsputz, Unterseeschätze und unsere Fähigkeiten. Ja, und wir sehen schon, man erforscht eine Sache und es kommen zwei neue. Das ist schon richtig crank. Ich würde sagen, wir erforschen vielleicht nochmal zwei kleine Sachen hier, sowas wie... Nein. Wir fangen mal ein bisschen mit Nahkampfsachen an, zum Beispiel Nahkampf. Zwei Leute, einer guckt sich den Nahkampf an und einer guckt sich Bögen an. Ja, die Zusammenfassung dieser Waffengattung. Regierungsmitarbeiter sind gestrandet, auch das hatten wir schon öfter. Die Regierung kann selber nicht interagieren, weil es da Interessenskonflikte gibt und pipapo. Deshalb sollen wir bitte einspringen. Und wir gucken mal ganz kurz, was die Protokolle sagen. In 16 Stunden ist ein Neuzugang dabei. Wir versuchen jetzt mal die 16 Stunden zu warten, weil dann können wir mit einem Soldaten mehr in die Mission gehen. Das wäre ja wünschenswert. Ich möchte aber ungern die Mission verlieren. Also gucken wir mal eben. 16 Stunden... Ja, der langsame Hamster ist angekommen. Den werden wir benennen. Und ich bin der Meinung, wen hatten wir? Don Effusion, ne? Don Effusion. Ich guck mal eben. Don Effusion, Doppel-F, alles zusammengeschrieben. Ja, dich können wir rauslöschen, Don Effusion. Du bist jetzt einer unserer Mitstreiter. Als nächstes kommt Katastrophia.
Don Effusion, bitte sehr. Schon bist du am Start. Ich werde dich versuchen, wenigstens mal anders als ein Mr. 1P eine Mission lang überleben zu lassen. Du hast ein Gänger-Outfit, das ist okay. Wir packen unser Schiff und packen jetzt noch zusätzlich ein Alexander und Don Effusion. Und dann sehen wir sind drei Krieger und ein Hund. Bondinius, hallo, ich grüße Sie. Ich hoffe, du hattest einen besseren Montagmorgen als ich. Ich habe erstmal damit begonnen, die halbe Toilette zuzukotzen, leider Gottes. Mittlerweile geht's wieder, aber es war halt heute Morgen echt nicht schön. Aufgewacht und es war einfach eklig. Miles Gieser, danke für den YouTube-Follow. Danke sehr. Kommt heute Factorio? Ja, ich bin schon nach 8, ne? Ja, nach dem Part hier machen wir Factorio. Wir machen die Mission hier noch durch und dann wechseln wir. Modi kriegt die Pumpgun, die hat sie sich verdient. Alexander hat eine Spraygun, damit bin ich ganz einverstanden, vor allem weil er drei Handgranaten hat. Donny Fusion, du willst in den Nahkampf, da sage ich aber nein, auch du bekommst bitte eine Spraygun. Ich will nicht sagen, dass das unsere beste Waffe ist, aber sie ist einigermaßen okay. Oh, 15 Minuten sind vorbei, ich darf abnehmen. Sehr schön. Machen wir mal so. Letzte Mission, dann kommt gleich Factorio. Mutti kann leider immer noch nicht so super viel schleppen, aber die nimmt man Molotow-Cocktail und dann lieber eine Bandage noch dazu und noch eine Handgranate. Statt dem schweren Medipack. So, und dann haben wir halt drei Soldaten und dann muss er so laufen. Manu, und er setzt den Hut wieder auf. War klar. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Ist okay, Leute, ist okay. Für euch mache ich das auch gerne. Ich mache mich doch gerne albern für euch. Ey, mir ist das sofort aufgefallen, lieber Manu. Ja. Diesmal musstest du mich nicht darauf hinweisen. Ich möchte, dass das positiv zur Kenntnis genommen wird. Wir verschaffen uns einen Überblick und sehen, okay, einen Gegner mit einem Molotow-Cocktail in der Hand und einem Banditenmesser. Okay, den sollten wir vielleicht mal direkt umsplätschen hier. Wir stellen uns hinten ran. Pediplatsch, einmal mit der Pumpgun in den Rücken geschossen. Sehr schön gemacht, Mutti. Den hast du direkt weggeitzt. Wir sehen eine Scheißsache. Tatsächlich, es ist hier sehr hell. Obwohl es eine Nachtmission ist, sind wir hier quasi mitten in der Action. Und überall sind Lampen. Ja? Man möchte eigentlich nicht so unbedingt Lampen haben, wenn man eine Nachtmission hat. Also man will Lampen, aber ach kacke, hier unten geht's auch noch. Wir sind mittig gespawnt. Es geht nach oben und nach unten. Das ist auch nicht so schön. Ja? Was gut ist, wir haben hier oben die Überlebenden gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Da können wir uns die Leute einsammeln. Atiris übrigens Prost, ne? Also hätte ich was da, würde ich mit dir anstoßen, aber ich bin alkoholfreier Haushalt aktuell. Ist auch nicht immer so, aber seit der letzten Party noch nicht wieder aufgestockt. Alles leer, restlos, alles leer. Das letzte Mal an Halloween, da hatten wir ein bisschen Gin da, ich und meine Freundin. Also ich kann nicht mit dir anstoßen, mein Bester. Schon leer? Hast du schon alles ausgesüffelt? Ja, nicht, dass du gleich einschläfst. Wenn ich dir noch ein Kapitel schicken soll, sagst du Bescheid, ne? Also, wenn du die Zeit überbrücken musst, quasi. So, wir gucken uns um. Hier geht noch eine Treppe hoch. Sehe ich das richtig? Nein, auch das Dach können wir nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder... Ja, wir bleiben mal einigermaßen zusammen. Ich denke, das macht Sinn. Wir können jetzt entweder... uns oben die schlafenden Leute schnappen und abhauen. Das wäre ein Erfolg quasi. Oder wir bestrafen die Leute hier noch und schießen alles über den Haufen, was wir können. Das finde ich jetzt dann natürlich irgendwie ein bisschen reizvoller. Allerdings natürlich auch ein bisschen gefährlich. Muss man ja zugeben. Wir schnuppern mal mit dem Hund. Vielleicht riecht er irgendwas. Nicht in unserer Nähe. Dann würde ich sagen, kämpfen wir uns hier langsam durch die Gasse. Hier ist halt relativ viel Licht, ne? Die ganze Straße ist hell. Das heißt, wir werden irgendwie erstmal über diese Seitenstraßen hier... und entlang kämpfen. Aber die Map ist nicht so klein. Also sie ist jetzt auch nicht gigantisch oder so, aber sie ist tatsächlich nicht ganz klein. War nur eine Dreiviertelflasche. Na gut. Drückt mir die Daumen, Leute. Wir riechen nochmal mit dem Hündchen. Kann man immer mal machen. Und da schnuppern wir was. 1, 2, 3, 4, 5 Felder nach oben. Und dann 3 Felder zur Seite. 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hier drin wird jemand sein.
Wie käme man da rein? Hier ist ein Loch im Zaun und dann kann man in dieses Gebäude. Ist das der einzige Eingang? Ich glaube ja. Dann gehen wir erstmal hinter dieser Mülltonne in Deckung, laufen ein bisschen nach oben. Können jetzt mal gucken, ob wir ihn sehen. Ist das zweistöckig, das Gebäude? Das ist zweistöckig. Das heißt, auch könnte jemand noch ein, oder müsste tatsächlich ein Stockwerk weiter oben sein, weil sonst hätten wir ihn jetzt hier wahrscheinlich durch das Fenster gesehen. Wobei es ist sehr dunkel tatsächlich. Naja. Pediplatsch, du hast die Schrotflinte, du kommst denn daher. Unser Hund spürt sie auf. Wir machen sie kalt. Das ist der Plan. Ja, das ist Arbeitsteilung, liebe Leute. Alexander durchstöbert einmal das Gebäude hier. Ich glaube nicht, dass da jemand ist. Ja, Alexander, du kommst aber auch lieber zurück zum. Ich will nicht, dass du da so alleine rumläufst. Oh, er ist vom Dach gesprungen. Die Sau. Okay. Er ist vom Dach gesprungen. Das heißt, unser Hündchen sieht ihn. Und Manu, hinter. Hinter. Schön von hinten in den Hintern beißen. Einmal, zweimal. Sehr schön gemacht. Dann riechst du nochmal. Riechst nichts mehr. Gut, dann scheint hier erstmal safe zu sein. Was sagt das Licht? Ah, hier unten sind die Regierungsmitarbeiter, die wir retten sollen. Dann bleiben wir hier mal in dieser Häuserwand. Das sind auch alle so komische zweistöckige Gebäude und so. So irgendwelche Lagerhallen. Und hast du nicht gesehen? Voll unattraktiv hier zu kämpfen, bin ich ehrlich. Ja, aber das schmeckt, ne? So ein bisschen ungewaschener Arsch kann man immer mal reinbeißen. Ah, komm, hat jeder von uns schon mal gemacht. Jetzt tut nicht so, Leute. Ne? Im Suff macht man die merkwürdigsten Sachen. Ja, komm. Mit Alexander gehen wir hier rechts lang. Richtung Regierungsmitarbeiter. Zur Not schnappen wir die uns wirklich einfach nur. Hündchen geht mal durch die Tür. Okay. Scheint alles safe zu sein. Erstmal. Donny Fusion sieht hier oben auch nichts. Da haben wir so ein Garagentor. Und hier unten liegen sie ja tatsächlich auch schon rum. Pedi Platsch kommt mit an die Ecke, stellt sich dahin. Nächste Runde gehen wir da rein. Also alles relativ ruhig bisher. Hier liegen sie rum, Regierungsagenten. Was ist das denn hier für ein komisches Gebäude? So ein kleiner Aussichtspunkt oder was? Ein Turm. Weiß ich nicht. Es scheint ja fast so Industriegebiet zu sein. Hündchen darf noch mal riechen. Riecht nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob das immer hundertprozentig stimmt mit dem Geruchssinn des Hundes. Ich glaube aber ja, tatsächlich. Wenn wir das benutzen, müsste er eigentlich die Gegner schnüffeln in einer bestimmten Reichweite. Wenn er nichts riecht, gehe ich mal davon aus, dass nichts da ist. Ja, guck, aber da ist zum Beispiel einer. Pediplatsch, bumm. Sehr schön. So viel dazu. Na, vielleicht kann man sich doch nicht hundertprozentig auf den Hund verlassen. Ich weiß nicht genau, wonach das geht. Manu ist durchgedreht. Du bellst so ein bisschen die Wand an, das ist okay. Gibt Schlimmeres, Manu. Hier oben ist Ende im Gelände, dann laufen wir nochmal über die Straße. Ich denke mal, ein oder zwei Gegner müssten hier halt noch irgendwo sein. Ich rechne nicht mehr mit viel. Serverraum ist ruhig. Ja, dann raus mit dir. Pediplatsch. Hier oben dürfte halt auch nichts mehr sein. Wir gehen mal einmal reingucken. Ist nix. Das ist ein dreistöckiges Gebäude. Da gehen wir nochmal gucken. Und sonst weiß ich nicht genau, ne, wo wir noch so suchen könnten. Hierhin haben wir ein Gebäude und da oben haben wir so ein, auf der anderen Straßenseite halt so ein Gebäudekomplex. Aber so viele Verstecke gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ich meine, okay, das Ding hier ist dreistöckig, ne? Bleibt Donny-Fusion mal doch hier. Nachdem Manu eben mit dem Geruchssinn einmal so gefailt hat. Wir gehen hier oben in Deckung mit Pediplatsch. Die Pumpgun scheint ja ein ganz gutes Mittel der Wahl zu sein gegen die Gegner hier in der Mission. Alexander lassen wir nochmal hier runterlaufen. Ja, wenn wir in ein paar Runden nichts finden, dürfte auch die Minimap angeschaltet werden. Also, dass wir sehen, wo die Gegner sind. Wir schnuppern nochmal. Nix. Katastrophia, du bist, glaube ich, die Nächste im Bunde. Ja, sollte jemand sterben, beziehungsweise sollten wir noch einen Soldaten nachkaufen, um genau zu sein, wärst du die nächste Kriegerin, die dazu stößt. Kriegerin, weil alle unsere Leute weiblich sind übrigens, ne?
Manu ist wieder durchgedreht, bellt ein bisschen rum, ist okay. Donny Fusion ist auch durchgedreht. Es gibt verschiedene Arten des Durchdrehens und sie haben alle ihre Waffen in der Hand behalten. Das ist ganz gut. Ich meine, Manu kann die eh nicht loswerden. Sein Gebiss wird er jetzt nicht verlieren als Kampfhund, aber bei Donny Fusion, der hat seine Waffen nicht weggeworfen. Das ist immer ganz gut. Falls man doch mal kämpfen muss. Logischerweise. Es gibt halt auch einen Durchdrehen, da wirft man, entweder man ballert wild um sich, was gerade mit Leuten mit schweren Waffen echt böse sein kann. Wir haben ihn gefunden. Ja, Leute mit schweren Waffen sind dann echt ein Problem, wenn mal der Mörser dann irgendwie in die eigene Reihe fliegt. Ist nicht so geil. Schieß ihn weg, schieß ihn weg. Ich kann dich nicht mehr in Deckung ziehen, Alexander. Ah, drei schöne Schüsse. Der Gegner hat zum Glück nur eine Baseballkeule in der Hand. Das geht ja noch. Manu darf nochmal schnuppern. Nichts geschnuppert. Wir gehen trotzdem gucken. Wir haben ja eben schon gewirkt. Sicher, sicher. Hallo, darf ich doch? Hab ja auch in einen Arsch gebissen. Das ist schon etwas irritierend. Ja, das ist ein Argument. Nachdem du in den Arsch gebissen hast, ist der Geruchssinn dann vielleicht auch erstmal einen kleinen Moment ausgeschaltet. Ne? Je nachdem, wessen Arsch das ist. Je nachdem, wessen Arsch das ist. Pedi Platsch, du läufst runter. Ich glaube mal, das ist der letzte Bad Guy hier. Oh, 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 Alexander, pass auf! Au, au! Dornifusion ist durchgedreht, ist ein Baller da rum. Zum Glück nicht mit dem Raketenwerfer. Ja, ist aber so, ne? Also so ein Arsch kann schon stinken. Apropos Arsch, warte mal. Apropos Arsch, liebe Leute. Einmal kurz zu Snapchat. Mal sehen. Da. Übrigens, allerliebste Mael, ich habe Laila einen Auftrag gegeben. Ich möchte bitte, dass du mich in Kenntnis setzt, ob und wann und wie sie ihn umsetzt. Ja, ich hoffe, ihr feiert schön. Aber mir wäre schon wichtig, dass sie den Auftrag auch ausführt. Jo, wir haben es geschafft. Tote geplündert, 4 gibt 4 Punkte. Feinde getötet, 4 gibt 32 Punkte. Viel wichtiger ist, ihr levelt hoch. Erfahrungspunkte sind das Wichtige für uns, ja. Manu, der Superhund, 2 Zeiteinheiten, Stärke, 7 Freshness. Donny Fusion, erste Mission, 2 Zeiteinheiten, 7 Ausdauer, eine Stärke, 3 Freshness. Pedi Platsch, 5 Ausdauer, 3 Trefferpunkte, 3 Genauigkeit. Ja, nochmal 2 Stärke, das ist gerade für dich sehr gut. Und wir finden einen persönlichen Computer und vor allem 2 Regierungsmitarbeiter, ja. Und die wollen wir halt haben. Die sind halt wirklich viel wert. Die bringen halt irgendwie 80.000 zusammen. Oh, Alexander ist erstens Veteran, zweitens Patient, aber auch Hitman. Ja. Bespritze sie mit einem Regen aus heißem Blei aus naher Reichweite und fahre dann weg. Diese Errungenschaft wird denjenigen gegeben, die zweihändige Maschinenpistolen benutzen. 10 Kills Minimum. Plus eine Ausdauer und plus eine Schussgenauigkeit für jeden geraden Level. Ott ist gerade, ne, ja. Und plus eine Zeiteinheit und plus eine Reaktion jeden ungeraden Level. Und das ist schon nicht schlecht, das lohnt sich. Kann man definitiv machen. Das war eine ganz gute Mission, Leute. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, bevor wir zu Factorio wechseln, aber im Grunde wechseln wir gleich. So, jetzt können wir nämlich einmal auf den Schwarzmarkt gehen und wunderbar hier unten, wo sind sie? Nicht den Dildo. Ja, Regierungsagent. 80.000 jeweils sind die wert. Also mal kurz 160.000 Dollarinos geerntet. Ich bin ja verlockt nochmal ein... Es ist dumm, aber wir machen's. Ein Denker hole ich noch. Ah, das könnte unser Bankrott werden. Aber egal, ein Denker holen wir noch. Nahkampf abgeschlossen. Also die Forschung an Nahkampftechniken. Nahkampfwaffen sind dadurch charakterisiert, dass sie hohen und verlässlichen Schaden machen, aber sie effektiv zu benutzen, erfordert einiges an Skill. Du musst darauf achten, du musst auf die Waffenstatistik achten, denn die Waffe, die in den Händen eines Schwächlings eventuell nutzlos ist, könnte sehr tödlich sein in den Händen eines starken Kriegers. Ah, das ist wichtig, das muss ich unbedingt in Erinnerung behalten. Im Inventar können wir Alt, daran erinnert mich mal hin und wieder, im Inventar können wir Alt gedrückt lassen, um uns den Schaden anzugucken, den der Krieger, den wir gerade ausgewählt haben, mit dieser Waffe macht. Ganz wichtig. Im Kampf können wir das mit Steuerung und M machen. Steuerung und M bzw. Alt, das ist wichtig zu wissen.
Viele Gegner werden Schlägen ausweichen, wodurch man seltener trifft als der angegebene Wert. Muskeln, Vorausplanung und mutiges Handeln sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Zu viel Selbstbewusstsein oder das Fehlen von taktischem Kalkül wird zu vielen Beerdigungen führen. Ja, das können wir so unterschreiben. Wir können jetzt erforschen Kriegerrüstung. Okay. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, das mal zu machen. Oder wir machen mal den Frühjahrsputz. Wir erforschen mal den Frühjahrsputz. Auch das ist... Sollte man mal erforschen. Ja, so zwischendurch. Oh, da ist ein UFO gelandet gewesen. Ich habe auf zu schnell weitergeklickt. Egal. Realistisch hätten wir da eh nicht unbedingt landen wollen. Bögen. Bögen schießen im, wer hätte das gedacht, im Bogen. Das macht sie sehr nützlich darin, in Gebieten, wo viele Mauern und so weiter stehen, aber nicht unbedingt im Wald, wo die Bäume ein sehr großes Problem darstellen könnten. Der Wurfskill beeinflusst zu großen Teilen sowohl die Zielsicherheit als auch einen großen Teil des Schadens. Also erwarte nicht zu gute Resultate von irgendjemandem, dessen Wurfgenauigkeit unter 50 ist. Wie auch immer, ein erfahrener Schütze kann ziemlich hohen Schaden mit Bögen anrichten. Eine hohe Ausdauer ist ebenfalls essentiell für einen Bogenschützen, denn die größeren Bögen verbrauchen sehr viel Ausdauer und sind sehr anstrengend zu benutzen. Ja, Naito, wir sind auch gleich soweit. Nach dem Part switchen wir um. Bögen geben keinen großen Bonus, wenn man sich hinkniet. Und Schießen kostet eine festgesetzte Anzahl an Bewegungseinheiten. Also benutze deine Mobilität. Das ist halt ganz gut. Die meisten Waffen benutzen immer prozentual gesehen. Etwas, die meisten Schusswaffen auf jeden Fall, prozentual gesehen, Bewegungsenergie. Aber die halt, weiß ich nicht, immer 18 oder 15 oder so. Und dann kannst du halt, wenn du einen sehr schnellen Krieger hast, einfach 2-3 Mal mehr schießen. Während die Waffen, die prozentual das abziehen, natürlich immer festgesetzt sind, wie oft man damit schießen kann. Pfeile verursachen oft weniger Schaden an den gegnerischen Lebenspunkten, als man erwartet. Also verlass dich auf sie nicht in 1-gegen-1-Situationen. Wir können jetzt erforschen primitive Waffen. Auch das ist tatsächlich etwas, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Erstmal würde ich dann aber vielleicht, ich weiß auch nicht, die Uzi erforschen. Vielleicht können wir da mal Uzi-Ladestreifen kaufen. Nicht Ladebalken, what the fuck. Nichtsdestotrotz, Leute, Nitro hat ja recht, er beschwert sich schon, wir wollten rüberwandern zu XCOM, zu Factorio. Wir haben jetzt 2 schöne XCOM-Parts gespielt. Ich wechsle hier mal rüber. Ich würde sagen, das war relativ erfolgreich. Heute, wir haben die Skorpione, wir haben die Spinnenmission geschafft, was halt schon mal richtig geil ist, und wir haben die Skorpione hinterher weggemacht, wir haben den Radarturm gemacht und wir haben Agenten gerettet. Das ist schon ganz ordentlich, würde ich behaupten. Jetzt verabschieden wir uns, gehen rüber zu Factorio, weil ihr kriegt ja nicht genug von Factorio, ich kenne euch ja, und dann spielen wir da noch ein bisschen weiter, ne? Würde ich sagen, machen wir so, und wir sehen uns in just einem Augenblick dort. Danke fürs Zuschauen, empfehlt mich weiter, teilt meine Videos, bye bye.